Wir alle haben die Bilder des furchtbaren Erdbebens in der Türkei und Syrien vor Augen. Viele von Ihnen haben Betroffene im Familien- und Bekanntenkreis. Und uns alle erreichen Nachrichten aus unseren Wahlkreisen von Menschen, die sich große Sorgen machen und mithelfen möchten. Das Ausmaß an Tod, Zerstörung und Leid erschüttert uns alle zutiefst. 23 Millionen Menschen könnten laut WHO betroffen sein. Viele von ihnen sind Flüchtlinge, dabei auch viele Kinder. Tausende Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Zehntausende sind verletzt. Viele sind noch immer unter den Trümmern verschüttet und hoffen auf Rettung. Frost, Schnee und Regen erschweren die Rettungsarbeiten. Viele Überlebende müssen die Nacht im Freien verbringen, weil ihre Häuser zerstört sind und weil die Gefahr von Nachbeben besteht, bei eisigen Temperaturen. Das Erdbeben betrifft viele Menschen, die ohnehin in großer Not leben, gerade in Syrien. Ihre Lage verschärft sich nun weiter. Umso wichtiger ist es, dass Hilfsorganisationen schnell überall Zugang zum Katastrophengebiet bekommen. Die internationale Solidarität mit den Opfern ist groß. Auch das Technische Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen aus Deutschland haben sich auf den Weg ins Krisengebiet gemacht. Deutschland wird selbstverständlich weiter nach Kräften unterstützen. Im Namen des ganzen Hauses danke ich von Herzen allen, die im Katastrophengebiet unter schwierigen Bedingungen helfen, und auch allen Menschen, die von Deutschland aus zu dieser Solidarität beitragen. Allen Betroffenen und ihren Angehörigen und auch den Helferinnen und Helfern wünschen wir alle viel Kraft und in Gedanken auch an die Verstorbenen und ihre Familien bitte ich jetzt auch noch mal kurz innezuhalten. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz.